Hallo, herzlich willkommen bei NATV. Wie ich euch schon angekündigt habe, wollte ich noch das ein oder andere zeigen. In diesem Video zeige ich euch jetzt mein Notizheft und noch ein paar Karten, die allerdings schon älter sind. Die mir jetzt irgendwie vor kurzem wieder in die Finger gefallen sind und ich dachte auch, eigentlich könnte ich die auch verkaufen. Die waren ursprünglich nicht dafür gedacht, aber ich habe mittlerweile so viele Karten gebastelt, dass ich eigentlich gar nicht mehr weiß, wohin damit. Deswegen werden die jetzt auch in meinen Shop wandern. Aber zuerst zeige ich euch mein Notizbuch. Und zwar sieht das so aus. Also das hat, also ich habe hier oben so eine Glitzersteingirlande dran gemacht. Das hier, die Schrift ist von Hand gemalt. Dieses Etikett, das habe ich ausgestanzt mit der Big Shot. Der Schmetterling ist auch mit der Big Shot gestanzt. Und hier habe ich auch wieder die Perlengirlande, genauso Perlengirlande, Bordüre, also Glitzersteinbordüre und hier unten auch. Dann habe ich hier das Designpapier, das hatte ich mal vom Nanunana. Hier so eine kleine Stoffschleife und das Stoffband geht einmal um das ganze Ding drumherum. Das Ganze ist jetzt so gemacht, dass wenn ich hier aufziehe, das Band von alleine aufgeht. Und dann sieht es so innen drin aus. Ich habe also hier so eine kleine Ecke, so eine kleine Tasche. Da ist auch das Designpapier drauf und ich habe hier so ein Kärtchen drin. Da kann man natürlich auch andere Sachen reinstecken. Das dient ja eigentlich mehr nur zu Demonstrationszwecken. Dann habe ich hier so ein, ja, sag mal, Stiftteil da dran gemacht. Und dann ist eben hier innen drin das Notizbuch eingeklebt. Das ist ein ganz normales Notizbuch, so sieht es ursprünglich aus. Meins, dieses hier, habe ich bei Action gekauft im Dreierpack. Ich weiß nicht mehr, was die gekostet haben, aber wer Action kennt, weiß, dass es unglaublich günstig ist. Aber solche Notizhefte, die kriegt man sicherlich auch in anderen Läden wie Teli oder sowas. Und ja, ich habe dann halt das Notizbuch auch mit diesem Papier eingebunden und einfach da in dem Kartenteil festgemacht. Hier unten drunter ist auch nochmal ein Schmetterling in hellblau. Ja, das Ding geht wahnsinnig einfach, wahnsinnig schnell, sofern man mit dem Einbinden vertraut ist. Das hat bei mir noch ein bisschen länger gedauert. Dazu werde ich auch ein Anleitungsvideo machen, aber weil ich jetzt noch ein paar Aufträge habe, die natürlich vorgehen, zieht sich das alles ein bisschen hin. Aber das kommt noch. So, und dann zeige ich euch jetzt mal meine Karten. Also wie gesagt, die sind etwas älter schon.
Das ist also so ein 3D-Bild. Die Eulen, die sind von Ideen mit Herz. Dann habe ich hier so eine kleine selbstgedrehte Rose mit Perlenstift gearbeitet. Die Bordüren, die sind auch mit dem, die sind auch bei dem 3D-Bild dabei. Die gibt es in den A4-Bögen, da sind immer zwei Motive drauf und zwei Bordüren eben. Ja. Innen drin ist gar nichts. Hab dann ganz normal schlichten Umschlag in passendem Rosa dabei. Dann habe ich hier eine Dankeschön-Karte. Ist innen drin auch nichts gemacht. Das ist auch wieder so ein 3D-Bild von Ideen mit Herz. Die Bordüre gehört dazu. Dankeschön, das ist auch ein Aufkleber von Ideen mit Herz. Dann habe ich hier so Glitzerblümchen. Und rundum mit Perlenstift verziert. Umschlag in Blau gibt es dazu. Passend. Die Umschläge sind übrigens auch selbst gemacht. Die habe ich damals mit dem Kreativkoffer von Crafters Companion gemacht. Und dann habe ich hier eine letzte Karte. Und zwar die schlafende Eule. Ist auch nichts einer drin. Und da ist dasselbe. Das 3D-Bild mit Bordüre von Ideen mit Herz. Dann habe ich da das Bild ist übrigens so ganz leicht beglittert. Und da habe ich da noch so ganz kleine Sternchen aufgeklebt und auch mit Perlenstift gearbeitet. Das sind auch so Glitzersternchen und Perlenstift. Hier dann das gleiche Perlenstift und Glitzerblümchen. Der Umschlag, der dabei ist, da habe ich mich mit Prägen versucht. Da ist so ein kleines Motiv drauf. Ja. Und das waren die drei Karten, die ich schon länger gemacht habe. Und die ich jetzt erst in meinen Shop einstellen werde. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wie immer hier, besucht meinen Blog www.ernachdeutschen-sims.de oder meine Facebook-Seite, Twitter, Instagram. Wenn euch meine Videos gefallen, dann gebt mir ein Like. Teilt sie auch gern oder am besten wäre es natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, denn ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und ganz, ganz viel Spaß beim Basteln. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße vom Nachteulchen.